Die erste Antenne war defekt, also hat Kari mich zu einer anderen geschickt. Wenn die auch nicht funktioniert, weiß ich echt nicht weiter. Ich hoffe nur, dass Rais mich deswegen nicht fertig macht. Hallo und willkommen zurück hier bei Dying Light. Ja, ich komme gerade aus der Aufnahmesession von Half-Life. Ach, Half-Life sage ich schon. FIFA 15, da habe ich mich ja ein bisschen doll aufgeregt. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du jetzt hier einfach nochmal kurz Dying Light auf, um dich ein bisschen abzureagieren, denn wenn wir hier so ein paar schöne Monster umhauen. Oh Gott, out. Okay, die lassen wir hier noch erstmal ein bisschen in Ruhe. Und gehen, was müssen wir überhaupt machen? Was haben wir denn? Da ist der Antennenmast. Das war das mit der Pistole. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns aber erstmal hier noch den Safe Point. Oh, und hier gibt es auch noch wieder ein paar Pflänzchen für uns. Die nehmen wir natürlich liebend gerne mit. Was hat denn da für einer? Ein Brocken, ein Schneller. Der also lief auf jeden Fall ein bisschen. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Ach, hier war das der Safe-Bereich, genau. Hier sind wir. Okay, lasst mich alle in Ruhe. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Super, ein grausamer Tod erwartet uns. Ah, leck mich doch ab. Ich wusste doch, dass wir hier irgendwie oben raufkommen. Help. Ich hoffe, sind hier irgendwo ein paar Mutanten? Nö. Umso besser, können wir uns hier in Ruhe umschauen. Da liegt noch ein bisschen was zu essen. Hoppala. Vögels! Ob die auch wo alle infiziert sind? Sagen wir es mal so, ich hoffe nicht. Aber wie komme ich jetzt hier wieder runter von dem alten Dach? Stimmt, ich kann da nochmal schauen. Was gibt's hier? Rein gar nichts. Jawohl, das hat sich doch schon mal gelohnt. Au. Wir tun's auch mehr selber weh als alles andere. Da hätte ich runterspringen können. Machen wir das doch mal. Und schnell weiterlaufen. Das war nämlich doch schon ein bisschen laut. Da, Lichtfalle aktivieren. Das können wir, glaube ich, nachts machen. Hallöchen. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Wir sind also bald da. Ich möchte mich jetzt auch ungern mit einem von denen prügeln, da unsere... Den können wir nicht mehr reparieren. Den auch... Au. Boah. Oh,
Ah, ich werd doch von... Da sitzt der! Alter, jetzt hat er uns umgebracht! Oh, wer bist du denn? Hallöchen. Erstmal verkaufen. Was können wir überhaupt verkaufen? Den hier, der kann weg. Der kann auch weg. Rostiges kann... Ja, wir müssen auf jeden Fall auch mal neue Waffen kaufen jetzt. Hier die Wertsachen. Hallo? Weg mit dem Mist. Zigaretten 4 Stück. Weg, wir brauchen die Kohle. So, simple Hacke. Die können wir noch reparieren. Das ist sehr gut. Der hat auch nicht mehr viel Haltbarkeit. Der kommt weg und ja, der muss auch weg. So. Was holen wir uns denn? Einfachen Hammer mit 5 Reparaturen. Sehr nice. Ah, dann ein schwaches Kurzmesser. Das hat sehr viel, ja. Und den einfachen Hammer werde ich uns, glaube ich, noch besorgen. Ja. Sie können neue Gegenstände herstellen. Ah, wo war das denn noch? Nein. Entwürfe. Taser-Mod. Für ein kurzes Messer. Elektroschneider. Bluten. Geht tief ins Fleisch und lässt ihre Gegner bluten. Erweitert ihre Angriffe um eine schwache elektrische Ladung. Auch schon mal nicht schlecht. Medikits können wir gerade nicht herstellen. Erlaubt es ihnen im Dunkeln zu sehen. Hysterisches Lachen wurde bisher noch nicht als Nebenwirkung gemeldet. Ausdauer. Mörsern sie ein paar Pflanzen und mischen die sich im richtigen Verhältnis, dann bekommen sie einen hammermäßigen Energy Drink und weiter geht's. Alles klar, machen wir doch das mal. Ach, scheiße. Den soll. Aufputschmittel, sehr schön. Wo haben wir es denn? Okay, dann würde ich sagen, die hier kriegt mal eine kurze Reparatur. Ah, hier, so ein schönes Messer. Wonderbra. Geht's da hoch? Und dann rennen wir jetzt einfach. Nicht irgendwo lange aufhalten. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Hoppala. Okay, die sind einfach so umgefallen. Jo, danke. Für euer Zeug. Flossknack. Sehr schön, das hat doch schon mal geklappt. Ich hoffe, da ist was Ordentliches drin, ne? Ein Cricketschläger! Und eine Tasche mit wertvollen Sachen, wunderbar. Jetzt klar nochmal kurz schauen. Da! Okay, jo, dann mal ab hier geht's, wa? Nein, lasst mich in Ruhe. Alter, der hört sich aber auch eklig an, der alte Hayopai. Ah,
Oh, die ist schon tot. Sehr schön. Das hier ist dann, glaube ich, auch schon mal der Sicherheitsbereich hier. Da müssen wir das Ding hier nur noch von Zombies befreien. Hallöchen. Boah. Batz. Und nochmal ein. Kriegst du gleich... Oh, das war der Tisch. Sehr schön. Die hat's auch hingerafft. Okay, wir gucken oben nochmal. Da! Oh! Fick dich! Hau, Batz! Geh weg von mir! Oh, Alter! Fußball! Herrlich! Würde ich sagen, kriegst du doch gleich nochmal ein. Gucken wir nochmal hier draußen. Hier war alles in Ordnung. Ja, nun komm hoch. Ja, bei Fuß. Ja, komm. So, das Ding muss doch jetzt sicher sein. Ach ja, ich muss den hier noch einschalten, genau. Wuhu, hätten wir den nächsten Safe, das nächste Safehouse für uns. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch nachts sehr gut, aber ich habe halt trotzdem immer noch extreme Angst, nachts rauszugehen. Spielerversteck. Was haben wir jetzt? Wir sind jetzt der Kurier. Den Krieg. Wir haben jetzt aber schon wieder ein bisschen was an Waffen, was wir notfalls dann nochmal wieder umswitchen können. Aber da würde ich sagen, hauen wir doch hier erstmal wieder ab. Wir sind ja hier gleich... Ah, das ist beim Safehouse da! Das ist doch auf jeden Fall schon mal angenehm. Da ist ein Polizeiauto. Moin. Und tschüss. Oh, was ist da denn? Da oben. Kommen wir doch bestimmt hier so gut hin. GRE-Paket gestohlen, ja. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Ja, ist natürlich nur die Frage, wie. Komm ich da rein? Ach, da! Oh Gott! Fällt der da einfach aus der Tür raus? Was zum Henker willst du? Alexei! Alexei! Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Wunderbar, kriegen wir hin? Ich kann das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Ja, Junge. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Junge, da muss ich deinem alten Herrn aber recht geben. Der ist gar nicht so blöd. Oh, ein Gas.
Dann wollen wir da mal hochklettern. Natürlich ist das abgeschlossen. Was hätte ich auch anderes erwarten sollen? So, wo geht's denn als... Das ist auch abgeschlossen. Warum... Da reicht doch... Naja, naja. Spielelogik halt, ne? Und, ja, ich werde doch die Folge dann gleich beenden. Was siehste? Leertaste. Hier ist es nicht mehr verschlossen, aber das nächste ist wieder verschlossen, weil überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, dass wir... Och, ja, ich dachte gerade, ich würde wieder runterfallen. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war's wert. Okay, nice. Wo soll ich denn da jetzt ranspringen? Oh, shit! Shit! Kacke, verdammt. Aber ich glaube, wir müssten hier wieder direkt starten. Da fallen wir auch wieder runter. Ja. Aber wir starten hier direkt bei denen und das regnet. Da würde ich doch mal glatt sagen, mache ich doch hier mal schnell eine Folgenpause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.